Willkommen zurück bei Asterix und Obelix XXL3 und zum nächsten du bist dran, Asterix. Römerlager. Ja, wir reisen im Moment leider sehr viel von Römerlager zu Römerlager. Ja, nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber lässt sich, denke ich, nicht vermeiden. Könnt hier auf jeden Fall einen großen Bogen drum machen, das finde ich schon mal ganz geil. Suche hier einfach sämtlichen Sachen aus dem Weg zu gehen. Wo es nur geht. Denke ich, hier geht es soweit nicht. Ich denke, hier werde ich nicht drum rumkommen, die Römer zu besiegen. Aber es sind ja erstmal nur diese beiden Wachen, das ist in Ordnung. Okay. Gehen wir mal ganz schnell nach hier oben. Die sind natürlich auch alle fies hier. Okay, aber wir können direkt die Brücke nach unten machen und können das bisschen, was wir in Herzen verloren haben, direkt wieder aufheben. So. Was war das jetzt? Ach so, okay. So, gehen wir mal hier nach oben. Hier könnten wir irgendwo da durch. Kommen dann hier oben raus. Okay, das ist aber nur für so ein Energiedings und zum Ausgucken. So, an euch renne ich einfach vorbei. Ach du Scheiße. Okay, hier müssen wir jetzt ganz gut aufpassen. So, jetzt versuchen wir mal hier rüber zu kommen. Genau, dann lassen wir die Treppe runter. Okay, jetzt wird's wild. Jetzt wird's spannend. Kommt. Hier auf der Brücke kämpfe ich viel lieber gegen euch. Weil dann habe ich die ganzen Idioten von da oben nicht vor mir. Kann ich euch schön getrennt besiegen. Ich denke, das ist ganz angenehm. So. Ja, die schießen natürlich schön aus der Deckung, ist klar. Ist aber in Ordnung. Alles klar. Ah, jetzt kommen die. Mehr. Oder war es das mit euch? Ne, da kommt noch einer. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt gucken wir, ob wir hier irgendwo eine kleine Heilung oder sowas haben. Wahrscheinlich eher nicht. Glaub nicht. So, hier sind die nächsten. Ach du Scheiße. Das sind aber ganz schön viele. Kann man hier irgendwo außen rum? Was soll ich immer mit den Aussichtspunkten? Was sollen die mir bringen? Hier ist so ein komischer Helm. Wie komme ich denn da hin? Einfach hier um die Ecke? Wahrscheinlich, ne? Acht Stück gibt es in dieser Welt. Ja, nee, ist klar. Ja, keine Ahnung. Ob ich hier irgendwo über die Brücke komme? Ja, hier ist halt Wasser. Ja, ich befürchte, ich werde nicht drum rumkommen. Ich meine, vielleicht kann ich die hier auch wieder so ein bisschen weglocken. Dass nicht alle auf einmal sind.
Genau. Ja, hallo, ich habe euch da jetzt schon 100 Mal geschlagen. Jetzt müssten nur so langsam die ersten zu Boden fallen hier. Eieiei, das kann ja noch was werden. Die halten mir alle viel zu viel aus hier. Alles klar. War aber auch alles nur ein Bruchteil jetzt. Holen wir mal die nächsten zu uns. Jetzt kommen hier noch welche mit Pfeilen, Alter. Euer Scheiß Ernst? Okay, verlangen wir die mal hier auf die linke Seite. Die mit den Pfeilen sind, ne? Die Bogenschützen sind halt fies, ne? Dich müssen wir auch ganz schnell loswerden, genau. Da ist auch noch einer, wo kommt der denn her? So, haben wir hier irgendwo Heilung? Nichts. Also wirklich so gar nichts. So ganz am Anfang, wenn du gerade erst in den Kampf startest und dementsprechend im Grunde genommen keine Heilung brauchst, da geben sie dir welche. Wo ist der Kackhebel? Da ist eine Heilung. So, wenn ich Glück habe, ist der Hebel hier oben irgendwo. Natürlich nicht. Ja, das war jetzt ein absoluter Fail. Und bringt mich jetzt absolut in Probleme. Alter, WTF. Ach, hier ist auch noch einer. Und die auch noch. Okay, alles ganz nett. Wo kommt der denn? Wo kommen die denn jetzt her? Wollt ihr mich verarschen? Verpisst euch. Wo ist jetzt der Hebel hier? Ist der hier oben? Hätte ich den schon längst aktivieren können? Hier ist das berühmte Tor von Tyros, Obelix. Wir müssen nur noch an dieser römischen Garnison vorbei und schon sind wir in der Stadt. Ich weiß nicht, ob es die Sonne ist, aber sie sehen goldbraun gebraten aus, diese Römer. Okay. Das letzte kleine Stückchen in diesem Römerlager. What? Ja, alles klar. Man kennt ihn. Ach, ich hasse euch. Verpiss dich. Boah, ich hasse diese Römerart, ne? Ja, ist klar. Junge, da hast du doch überhaupt gar keine Chance schon wieder. WTF, was ist das?
Junge, verarsch mich doch nicht, Alter. Jetzt fliegst du da runter. Ja, aber ich komme echt durch. Legit hier durch. Ist natürlich trotzdem immer so die Frage, ob ich hier jetzt alle besiegen muss oder ob es ausreicht. Boah. Oder ob es ausreicht, irgendwo einen Hebel wieder zu finden. Boah. Die sind einfach nur nervig, ne? WTF. Ja, was sollst du denn da machen, wenn die 500 Mal hier angreifen und dich dann benommen machen? Boah, das sind die nervigsten Gegner von allen, ne? So, hier ist ein Fall nach links. Was soll ich denn hier? Gehen wir mal zu denen nach hier oben. Ja, da komme ich ja nicht mal hin. Ja, wie dumm. Was ist hier rechts noch? Nichts. Wait. Ach ja, stimmt. Ach, jetzt check ich das erstmal. Das Tor geht nach einer Zeit wieder zu. Und deswegen auch die Abkürzung. Ja, aber die bringen mir ja trotzdem nichts. Also wenn ich jetzt hier hingehe, ich komme da ja nicht wieder nach oben. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe, dann war es halt wieder für mich. So, und der folgt mir ja auch immer. Es sei denn... Ja, doch, jetzt ist wieder vorbei. Hä, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Boah, ich brauche schon 100 Jahre, um überhaupt hier hinzukommen. Ja, das kann ja was werden. Jetzt musst du dich irgendwie hier durcharbeiten. Gut ist, ich bin hier schon mal durch. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach den Weg langlatschen, den ich mir hier freigearbeitet habe. Einfach den Weg durchlatschen, den ich mir freigearbeitet habe. Den Weg durch... Endlich, ey. Diese Römerlager sind immer so anstrengend, ne? Ich habe gewonnen. Jetzt heißt es blechen. Es hat ewig gedauert, dieses Tor von Tyros zu öffnen. Glaubst du, wir werden das Fragment die ganze Nacht lang suchen, Asterix? Um das Fragment zu finden, müssen wir erst einmal den Tempel von Baal finden, Obelix. Kommt näher, Gallier! Kommt näher! Was für eine Freude! Es ist Jahre her, dass ich neue Gefolgsleute hatte. Kommt und verehrt den Gott Baal, den Wächter des Feuers. Ich verstehe absolut nichts, was diese Geschichte von Baal und dem Wächter angeht, Asterix.
Ich weiß nur, dass es kein Spiel ist, Obelix. Miraculix war sehr ernst, als er von diesen Legenden erzählte. Miraculix? Ihr kennt meinen alten Freund Miraculix? Wir kennen ihn nicht nur, er schickt uns sogar. Ich verstehe. Und ich fürchte, ich verstehe, warum ihr hier seid. Während Asterix die Geschichte von Edda Heimdallia und dem Kristallhinkelstein erzählt, dachten wir uns, dass eine kleine Tempelbesichtigung ganz nett wäre. Denn es ist schließlich immer sehr wichtig, sich auf Reisen weiterzubilden. Oh, das müssen wir wohl leider auf ein anderes Mal verschieben. Ich glaube, unser Held hat bereits zu Ende erzählt. Ich habe es schon immer gesagt. Caesar mag zwar Kaiser sein, aber er ist ein Lümmel. Eine Frau entführen, um ein Land zu erobern. In welcher Zeit leben wir denn? Edda Heimdallia ist eine Freundin und sie hat mich darum gebeten, das Feuerfragment zu bewachen. Ich vertraue es euch an. Aber Vorsicht, mit diesem Fragment hat der Snæfellhelga Jökull noch mehr Kraft. Vielen Dank, Feuerwachtis. Weißt du zufälligerweise, wo sich das letzte Fragment befindet? Das letzte Fragment wurde einem griechischen Weisen anvertraut, der auf Kreta lebt. Und wie heißt dieser weise Mann? Den Namen kenne ich nicht. Aber ich glaube, dass er als Einsiedler oben auf einem Berg lebt. Er müsste noch dort sein. Auf einem Berg? Welchem Berg? Während ihr euch unterhaltet, werde ich meinen Hinkelstein kurz abstellen und mich 5 Minuten auf diese Bank setzen. Achtung, Obelix! Die Kräfte dieses Hinkelsteins sind wirklich verblüffend. Aber er zieht zu viel Aufmerksamkeit auf uns. Brandstifter, die Ausgangssperre nicht beachten! Stehen bleiben, Priesterin von Baal! Feuerwachtis, kennst du einen Ort, wo du dich in Sicherheit bringen kannst? Ja, bei einer Freundin. Aber sie wohnt in einer der dunklen Gassen dort. Kein Problem. Mein Hinkelstein wird uns den Weg leuchten. Schütze die Vase vor Angriffen. Okay, Stein werde ich erstmal ab. Und kümmern uns darum, die ersten Römer hier zu besiegen. Dann können wir weitergehen. So, ich habe keine Ahnung, wann die nächsten kommen. Da sind schon die nächsten. Gut, dann stellen wir dich nochmal ab. Ja, ist klar. Glaubst du doch selber nicht hier. Geh weg. Scheiß Kerl, Alter. Zieh dich. Schlag doch richtig zu. Ja, jetzt hat die schon viel zu viel Schaden genommen. Okay, ich glaube, muss mal kurz so machen, glaube ich. Genau, dann können wir das abbrennen. Kommen wir hier weiter. Schnell, Obelix! Ich komme ja schon! So, wir stellen dich mal wieder kurz ab. Da sind sie! Kein Pardon! Wichtig ist, dass sie halt auf gar keinen Fall die Vase entdecken. So, sind hier noch mehr? Hier sind, glaube ich, erstmal keine mehr. Okay. Dann nehmen wir dich wieder mit. Nehmen wir dich mal hier ab, weil hier bestimmt noch mal welche kommen. Können wir mal kurz eine Heilung mitnehmen? Ne, hier kommen tatsächlich noch keine. Können wir doch noch ein... Wo ist die Vase hin? Warum ist denn die Vase jetzt hier?
keine Ahnung. So, stellen wir dich mal hier ab. Ach, das war's schon. Gebt mir diesen Hinkelstein! Damit werde ich vor Cäsar glänzen! Du schon wieder, Marcus Ecus? Ganz genau! Ich bin euch vom weit entfernten Thule gefolgt. Glaubt ja nicht, dass ich euch ziehen lasse! Kennt ihr diesen Römer? Ja, das ist ein alter Bekannter, der die gallische Höflichkeit sehr zu schätzen weiß. Ich werde es euch zeigen. Dein Ernst? Ja, ist klar. Hä? Das geht nicht. Guck mal, wie schnell die da alles angegriffen haben. Ich check's nicht. Ich mach das off-cam. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.